Er trötet immer noch wie ein Bekloppter. Herzlich willkommen zurück zu Tobi Zockt Silent Hill 2. Zu Folge Nummer 19 müsste das sein. Ich werde mal eben mein Handy hier noch anschalten. Und ja, in der letzten Folge, in der 18, Ende der letzten, der 18, sind wir hier eine riesen Treppe runtergekommen. Wir waren zuvor im Museum oben drin. Sind hier eine riesen ellenlange Treppe wirklich in den Untergrund hineingestapst. Und am Ende dieser Treppe sind wir jetzt. Da ist diese Tür. Und da waren wir auch noch nicht drin gewesen. In diese Träumchen. Aber irgendwer scheint schon ganz hippelig auf unsere Ankunft zu sein. Man anhand des Trötens entnehmen kann. Oh, ich hab recht. Ich hatte recht. Ich hatte in der letzten Folge recht. Das hier ist das Gefängnis, glaube. Ach du Scheiße. Okay, haben wir hier irgendwo eine Karte noch hängen? In diesem Raum? Weil ist ja normal so, wenn du irgendwie das nächste größere Gebilde daneben betrittst, dass du dann auch gerne mal am Anfang dann eben irgendwo eine Karte hängen hast für dich. Hier liegt irgendein Dokument. 11. September, September 1820, Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Das ist doch Gefängnis, ey. Huiuiuiuiui. Wie war die Treppe wieder hoch? Ach so, hier kam ich rein, glaube ich, ne? Oder raus. Nee, hier ging ich rein. Okay, also müssen wir hier durch. Ja, hier brauchen wir wieder viel Munition, glaube ich, hier drin. Ich muss mal eben checken, was wir überhaupt so dabei haben. Oh, wieder 9 kleine, ey. Ist ja cool. 18 große und 5. Oh, jetzt bin ich aber prima gut ausgestattet, gerüstet. Hat sich also gelohnt, da oben nochmal hin und her zu latschen daneben. 110 Mumbeln für die Handfeuerwaffe. 150 gar für Schrotflinte. Und was haben wir hier? 20 für Jagdgewehr. Okay. Ich würde sagen, das Jagdgewehr habe ich doch auch schon dabei, oder nicht? Ach nee, habe ich hier nicht. Okay, okay, ich weiß. Na, sie sehen uns noch nicht. Okay, hier ist dicht. Nirgendwo eine Karte? Ah, okay, da sind die alten Kollegen daneben wieder. Immer für ein Rohr? Ja, komm. Nehmen wir. Wo ist denn da? Das ist es. Stahlrohr dann. Muss nur hinten wieder drücken und dann mit A zu prügeln. Okay, jetzt weiß ich wieder Bescheid. Ah, ich bin zu weit weg. Der speit gleich. James. Da hinten, da kommt noch jemand. Ich habe eben jemanden vorbeistapsen sehen. Oh ja, das geht. Die Reichweite. Die reicht noch aus. Ja, wir werden mal heilen. Natürlich doch. Erstmal. Weiß noch nicht, ob ich vom Status her grün gewesen bin oder schon leicht rötlich dann. So, gleich mal von hinten ran. Schnell mal. Ist ja hier gar nicht so. So. Oh nein, nicht viermal. Hau noch einmal drauf. So viel Zeit hat, wollte meinen, da mit seiner Speiattacke. Okay, hier eventuell eine Karte, please. Ist doch auch wieder ein größeres Gebilde hier unten. Die hatten sogar Fenster da. Na, hier sieht man es auch. Obwohl wir eigentlich kilometerweit im Untergrund sein müssen. Na gut, kilometerweit ist übertrieben, aber ist ja so. Wir kamen ja eine riesenlange Treppe zuvor mal runter. Gucken, yes. Wollte gerade sagen Zelle, aber hier kommst du einfach so durch. Ach so, hier sind wir reingekommen dann. Oh nö, nicht wieder neu gespawnt hier. Warte mal, der dreht sich nicht so. Doch, der konnte sich schnell drehen. Erstmal wieder dran gewöhnen, hier mit Rohr überhaupt rumzuagieren. Du bist dicht. Dich hatte ich auch schon mal gecheckt, oder? Nee, hatte ich nicht, oder? Ah, ich weiß das nicht mehr. Hier kurz zuvor. Aber die stehen hier dann gern mal wieder auf. Okay. Also auch hier, so wie sie der damals da eben schon im Krankenhaus taten. Damals, das klingt auch vor dem Krieg oder so. Ui, okay. Das Bild kennen wir noch aus dem Museum. Letzte Folge. Das hing da an der Wand. Und ja, es gibt keinen anderen Weg für James außer darunter. Okay, okay, ja. Was sollen wir andere tun, ne? Das Loch ist dunkel und ich kann nicht sehen. Wirst du hinunterspringen?
Wo sonst hin, James? Wo sonst hin? Würde ich aber nie machen. Ich wär nie auf die Idee gekommen, darunter zu springen. Da spricht ja alles dagegen. Mal gucken, was passiert. Sequenz. Videosequenz. Oh, diese Spiegelung. Auf dem Boden. Kann sein, dass es die auf der Playsee so auch gab. Gab ja schon mal was über Technik verlauten lassen? Was es damals eben zu der Zeit gern mal so gewesen ist, hast du Spiegelung dargestellt, wurde einfach bloß der Boden, also muss man sich so vorstellen, der Boden einfach bloß verlängert, ausmodelliert und du stehst jetzt hier auf eine mehr oder weniger durchsichtige, für dich durchsichtige Textur daneben einfach bloß rum. Ein paar Shader-Effekten drauf, also diese Wasserspritzer sind das dann. Bloß der ist nach unten hin dann eben, also er wird nicht komplett in Realtime die Spiegelung berechnet, sondern der wurde einfach bloß komplett dann eben weitergebastelt. Unten. Weitermodelliert. Okay, was willst du hier machen? Du bist hier jetzt erstmal gefangen. Irgendwie was an der Wand? Checken, es ist nur eine Wand. Daran kann man unmöglich hochklettern. Ist hier irgendwie was los? Hier liegt was Grünes auf dem Boden? Oder muss ich hier mal gegenzimmern irgendwo? Liegt hier in der Mitte vielleicht irgendwie was rum? Okay, hier ist nichts, was irgendwie darauf hinweisen könnte, dass du hier irgendwie was durchstoßen kannst. Das ist es. Was willst du hier tun? Aber irgendwie muss es weitergehen, das weiß ich. Hört mal rundherum macht so, da kann er nicht hochklettern, sagt er dann noch. Mal checken, ob hier irgendwie irgendwo was getriggert wird dann. Aber ist nicht. Einfach bloß in einem Loch reingesprungen und in einem Brunnen gelandet. Auch komisch. Auch ziemlich tief gefallen. Und sich dennoch nicht viel getan, der James dabei. Auch merkwürdig. Okay, aber hier ist nichts. Was tun? Er visiert auch nichts an, irgendwie. Gut, da könnte ich mal probieren, eine Pistole zu nehmen oder ja auch sonst irgendwie was. Was ich im Inventory gerade drin habe. Mal gucken. Mal durchblättern. Gib mal hier schon mal. Ja, Batterie bloß. Trockenzellenbatterie. Mats, den Brief von Mary. Und das Foto von Mary. Aber auch hier, wie sieht er nichts an? Da kannst du machen, was du willst. Das ist anders. Dieser Fleck hier fühlt sich anders an als eine normale Wand. Ob ich sie wohl durchbrechen könnte? Okay. Also doch. Dann nochmal her mit dem Rohr. Ja. Oh, okay. Da ist ihm jemand rausgehauen, der James. Oh, der ist so eine fette Wand eingeschlagen. Okay. Jetzt bin ich hier untergrund. Ich dachte, na komm schon. Ah, jetzt nimmt er da hinten wieder Abstand. Na? Einmal noch? Ja, einmal noch. Das Gefängnis, das wäre größer, aber das kommt bestimmt noch wieder. Glaube ich ganz fest dran. Ich hab's hier in Silent Hill, speziell in Silent Hill, Silent Hall ist auch gut gesagt. Übel in Erinnerung. Nach wie vor. Ey.
scheint ja auch nur linear voranzugehen, dann Kanalisation hier unten. Auch immer schwierig auszusprechen, Kanalisation. Na gut, das geht, wenn man sich drauf konzentriert, dann geht das. Da war noch eine Tür und hier hinten kommst du nicht weiter. Hier liegt auch nichts mehr im Wasser drin. Also brauchtest du dafür natürlich für den kurzen Abschnitt oben noch keine Karte. Warte mal, ich werde mir mal das Mikrofon hier ein bisschen was besser hinkneten. Hängt ja so komisch seitwärts. Okay, so ist das besser. Dann gehen wir noch mal durch die Tür hier vorne. Die müsste ja offen sein. Oh, hier sind sogar zwei. Okay. Hier sind ja sogar zwei. Oh, jetzt ist hier noch mehr los. Warte mal, ich guck mal draußen noch mal. Wenn die dicht ist, dann muss ich hier auch nicht mehr herkommen. Ja, die ist dicht, okay. Ein Riesenbrummer, Fliegengeräusch war hier. Ein Fliegengeräusch ist auch gut gesagt. War hier noch eben gewesen. Alter, wie gut, ne? Ey, wie ich das schon nicht mehr wusste. Dass hier irgendwie alles verdreht ist. Dieser Flur, dieser Raum. Und du kannst hier irgendwo drehen, natürlich doch. Ich habe den Schlüssel mit Spiraltext. Wie Spiraltext? Oh, ich habe hier Licht ausgemacht. Ich habe den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Es wird dunkler und dunkler. Sie ist abgeschlossen. Je mehr ich drücke auf diese Lampe, desto finsterer wird's hier. Auf meine Taschenlampe. Zeig mal her den Schlüssel mit Spiraltext. Was steht denn da drauf? Schlüssel, an dem ein schmaler 8 cm langer Zylinder hängt. Darauf ist ein Text spiralförmig eingraviert. Ja, und welcher Text ist das? Er lautet, es ist Zweifel, der euch zum Fegefeuer führet. Geht's noch finsterer? Oh ja, es wird noch finsterer. Jetzt sieht man wahrscheinlich auf YouTube schon gar nichts mehr. Ich werde mal komplett finster machen lassen. Nee, finsterer geht's. Doch, es geht immer noch. Aber es wird auch wieder heller dann mit der Zeit. Ja, soll ich den hier verwenden oder was? Speziell? An dieser Tür? Nee. Wollte doch sagen, normal werden doch die Schlüssel daneben automatisch verwendet, sollten sie denn passen. Wenn du davor stehst und Aktionstaste drückst. Ja, was ist hier nur wieder los? Was ist hier nur der Clou an diesem Raum? Ja, ich weiß das ja, James. Das geht nicht. Können wir hier irgendwie die Tür aufschlagen? Nee. Oder an der Wand irgendwie dran? Ne? Ich werde nur einmal die Wand ablatschen, dabei immer klickern auf den Controller. Hört man vielleicht ein bisschen was durch das Mikrofon. Aber hier ist auch nirgendwo was. Okay. Was tun? Können wir irgendwie anders Licht machen? Warte mal, die Lampe, die müsste ja gesondert hier dann eben drin sein. Ah, warte mal, Batterien, ne? Komm mal her. Verwenden. Okay. Der Käferchen hier drin, ne? Die sogar schaden, die dich sogar damagen, die Geierbande. Warte mal, lass mir mal kurz heilen. Könnt auch mal die Medikits verwenden, davon haben wir eh genug. Immer schön rauflatschen hier. Auch keine schönen Bilder, natürlich nicht. Für Leute, die nicht so mit Käfern haben, dann. Was wart hier schon? Okay. Ach, da ist ein Zahlen-Kombinationsdings dran. Da sind sogar drei leuchtende Zahlen drauf. Ich klicke die mal von oben nach unten. Okay, der war nicht. 5, 3, 9 eventuell.
Von unten nach oben. Die 9, die 5 und die 3. Dann 5, 9 dreimal probieren. Ja, okay. War die Batterie von der Lampe leer? Ich werde ja nicht mehr, ey. Ich werde ja nicht mehr. Dort unten ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Ja, und was machen wir nun, James? Wir müssen das hier irgendwie drehen. Nur wie? In dem Räumchen drin? Nee, glaube nicht. Na gut, was soll der Raum einem gebracht haben? Okay, hier geht's auch nicht. Auch wieder dicker Brummer, fetter Brummer unterwegs. Vielleicht geht's hier hinten jetzt weiter? Nee. Doch in diesem Raum irgendwie was drin gewesen, was ich übersehen habe mit den Käfern? Ich guck mal hier vorne nochmal lang. Was ein Glück liegen die Enemies hier? Nun umher? Ja, das ist der Brunnen. Hier kommst du auch nicht unbedingt weiter. Muss also doch an diesem Raum daneben liegen. Mit den Käfern. Was darin eventuell was los ist. Was auch immer. Es ist. Oh, nicht neue Käfer, ey. So. Das war ja schon für euch. Nee, hier ist noch irgendwo einer. Aua. Habe eben nur gemerkt, dass es vibriert am Controller. Komm schon. Lad schon rauf, James. Mal so eins hier, komm. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Okay, jetzt habe ich dich. Aber hier ist auch nichts. Ja, die anderen Käfer hier, die sind nur Deko. Das weiß ich schon. Die hier an der Wand klemmen. Okay. Dann doch dort irgendwie was machen. Warte mal, den Schlüssel vielleicht verwenden hier für diese Tor? Hier so? Oder können wir so eine Tür hochspringen? Oder an so eine Tür rankommen? Ich glaube nicht, ne? Ich muss hier... Wir werden mal probieren, den Schlüssel hier zu verwenden. Oh, das geht, okay. Ja, dann runter da mit uns, James. Stockdunkel da unten. Ich kann nicht erkennen, wie weit sich die Dunkelheit erstreckt. Wirst du gehen? Ja. Lass uns mal. Ja, vielleicht. Ja, jetzt dreht sich das bestimmt und er kann darauf laufen. Pass auf. Während er da runterflattert, oder? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich weiß. Nee, ich weiß doch nicht. Okay, oh. Ich dachte schon, der nächste Boss würde anstehen. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head, pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Okay, okay. Da werden wir uns nächste Folge dann eben erstmal drum kümmern.
wartet mit den, ja, mit dem Eddie dann eben auf sich hat. Ich glaube, er fängt jetzt langsam an durchzudrehen, natürlich doch. Es ist eine Leiche, der Körper ist mit Einschusslöchern übersät. Und wer war es? Kannst du nicht erkennen, wer das war? Haben wir aber, glaube ich, noch nie zuvor hier gesehen, ne? Wäre mir aufgefallen, solch Lederjacke oder sowas? Was ist das nun? Eine Frau oder ist das ein Mann, ey? Erkennst du auch nicht? Lange Haare, ja, eher immer Frau dann? Hier liegt noch was, okay. Okay, ja, hat man ja auch gesehen, als ich hier runtergefallen bin oder runtergesprungen bin, eben zuvor. Gut, Zeit lief bereits aus auf dem Handy. Hab den Alarm nur ausgeschaltet, um dass man den dann... Oh, hier kannst du sogar speichern, das ist ja prima gut. Warte mal, hier liegt noch mehr? Ach, hier hinten dann. Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein. Wieder Rätselteilchen wahrscheinlich, was uns hier erwarten wird im Gefängnis unten drin. Und nun haben wir endlich wieder Boden unter den Füßen. Also hier ist nichts mehr verdreht irgendwie. Ich dachte schon, es würde sich drehen in dieser Videosequenz, wenn du da runterspringst. Sodass der James irgendwann mal auf seine Füße landet und dann ist wieder alles richtig gerade hingerückelt. Guck mal da vorne, da siehst du auch noch ein Bild von den eigentlichen Saal, so wie er mal war. Na, der war doch nie immer so schäbig, so makaber oder wie, mit solch Zeugs an den Wänden und so weiter und so fort. Aber gut. Ja, Eva hier durch die Tür schreiten würde meinen, ich mache erstmal Feierabend und dann sehen wir nächstes Wochenende, was denn hier los sein wird. Dann bin ich erstmal raus. Ich hoffe, ihr hattet auch hier wieder ein bisschen was Spaß mit dieser Folge. Natürlich doch. Denn das wünsche ich euch auf jeden Fall hier im Silent Hill 2 Let's Play dann eben. Gut, das war's für die 19. Dann, ja, gehabt euch wohl. Bleibt weiterhin gesund natürlich. Das ging auch unter in den letzten Folgen dann eben, dass ich das immer hinten dran gewünscht habe. Aber natürlich wünsche ich euch doch das auch. Ich bin dann raus. Macht's gut. Tschüssi.